ging bei dieser Eschelbach-Geschichte etwas schief, denn soweit ich weiß, war diese Eingabe, diese Petition, die war noch gar nicht richtig bei euch auf dem Tisch. Da wurde am nächsten Tag bereits die Genehmigung von unserem Landratsamt erteilt. Nun, die Petition als solches gab es schon länger. Die 8000 Unterschriften sind ja schon vor einiger Zeit übergeben worden. Aber es dauert natürlich, so eine Petition, die muss ja bearbeitet werden. Die geht zur Stellungnahme ans Umweltministerium. Das Umweltministerium gibt eine Stellungnahme an den Landtag ab. Und dann ist die Petition beratungsreif und kommt auf die Tagesordnung. Das hatten wir schon so, aber dann waren also noch einige offene Fragen bei der Petition. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass wir die Petition diskutiert und dann sagt, aber da sind noch offene Fragen zu den ganzen Genehmigungsverfahren. Die Fragen sind gestellt worden. Das Ministerium hat die ganz offensichtlich auch dem Landratsamt übergeben mit der Bitte um Bearbeitung. Und mein jetziger Kenntnisstand ist, dass das Landratsamt am, glaube ich, am 7. Juli, oder am 6. oder 7. Juli ein Schreiben ans Umweltministerium geschickt hat mit einer Antwort auf diese Fragen. Und am 11. Juli, also wenige Tage danach, da war noch Wochenende dazwischen, wurde die Genehmigung erteilt. Und das ist ein höchst ungewöhnlicher Vorgang, denn man muss natürlich davon ausgehen, die Stellungnahme umfasst natürlich einige Seiten, von die vom Landratsamt gekommen ist. 75 habe ich gehört. Das war der Genehmigungsbescheid, die Stellungnahme. Ich weiß es selber noch gar nicht, wie dick die ist, aber da wird einiges schon sein. Und wenn ich mir überlege, dass so eine Stellungnahme irgendwann einmal Freitagmittag im Ministerium mit der Post ganz normal angeliefert wird, dann kann ich nicht erwarten, dass die am Montag oder Dienstag schon so weit ist, dass eine Antwort vom Ministerium da ist. Die müssen sich ja innerhalb auch absprechen, dass er Baurecht, Brandschutz, Wegerecht, das sind ja ganz viele Fragen, die letztendlich abzuklären sind bei so einer Geruchsbelästigung, bei so einer Petition. Und das kann nicht so schnell gehen. Und wir haben bis heute noch keine Reaktion vom Umweltministerium, wie sie also sozusagen die Stellungnahme des Landratsamts bewerten. Das kritisiere ich auch gar nicht, weil sowas dauert seine Zeit. Gut Ding will Weile haben. Und dass also ein Landratsamt sozusagen sagt, so, jetzt schickt man den Brief ab und wenige Stunden fast, kann man sagen, danach lasse ich die Genehmigung raus. Da kann ich nur den Kopf drüber schütteln. Da werden die Petenten missachtet durch sowas. Hieße das, die Genehmigung ist so noch nicht unbedingt in trockenen Tüchern? Nun, die kann auf alle Fälle noch beklagt werden. Wir werden sie im Landtag auf alle Fälle noch auf die Tagesordnung nehmen und noch einmal kritisch beleuchten.